Die Forderungen der Klimajugend sind zum größten Teil berechtigt, auch wenn das der Öl- und Gaslobby nicht so recht in den Kram passt. Was den Jugendlichen vielleicht fehlt, ist das Wissen um die Möglichkeiten, die heute an Schulen da wären, um zeitgemäßen Stoff zu vermitteln. Ich zeige das am Beispiel der Physik. Zuerst einmal zur Energie. Sehr vieles, was in Schulbüchern steht, hat mehr mit Esoterik zu tun als mit Wissenschaft. Das trifft speziell für die Energie zu. Da wird zum Beispiel erzählt, Energie könne man umwandeln. Das ist natürlich ein Märchen. Energie kann umgeladen werden, aber nicht umgewandelt werden. Dann wird immer wieder von Energieerzeugung und Vernichtung geredet, mehr in der Politik als in der Physik. Energie kann weder erzeugt noch vernichtet werden. Damit stellt sich natürlich die Frage, was ist Energie? Energie hat eine lange Geschichte hinter sich und aus heutiger Sicht muss man sagen, Energie ist eigentlich nur eine Störgröße über der Masse. Das heißt, Energie ist auch in der klassischen Physik eine reine Buchhaltungsgröße, die transportiert und gespeichert wird. Damit stellt sich die Frage, ja, wie wird dann Energie transportiert und gespeichert? Zuerst zeige ich vier Beispiele zum Energieträgerkonzept des Karlsruher Physikkurses am Modell eines Wasserkraftwerks. Oben beim Stausee, da geht die Energie weg und zwar in Form Energiestrom ist gleich Gravitationspotential mal Massenstrom. Eigentlich sollte ich Stromstärke sagen, also Energiestromstärke, Massenstromstärke. Das ist mir zu lang, deshalb lasse ich es jetzt mal weg. Das Gravitationspotential, das ich noch umschreiben muss, ist eine Art Energiebeladungsmaß. Unten in der Druckleitung, da ist ja das Potential tiefer, weil eben die Höhe kleiner ist. Dafür steigt der Druck. Und hier ist die Energie dem Volumenstrom zugeordnet, wobei Massenstrom und Volumenstrom über die Dichte miteinander verbunden sind. Also der Energiestrom ist Druck, das Energiebeladungsmaß, mal Volumenstrom oder eben Volumenstromstärke. Dann wird die Energie in der Welle transportiert. Und jetzt kommt etwas Spezielles, etwas Abstraktes. Hier transportiert der Drehimpuls die Energie. Das heißt, der Energiestrom ist Winkelgeschwindigkeit, das ist die Drehzahl mal 2π und dann auf Sekunde pro Sekunde umgerechnet, also Drehzahl wird normalerweise in Minute angegeben, durch 60 gibt dann pro Sekunde mal 2π. Das ist die Winkelgeschwindigkeit. Das ist das Energiebeladungsmaß des Drehimpulsstromes. An einer Schnittfläche nennt man den Drehimpulsstrom, also dessen Stärke auch Drehmoment. Aber hier geht wirklich ein Strom im Kreis herum, der sich überall nachweisen lässt. Und das ist jetzt hier der Drehimpulsstrom. Dann geht das über Generator, Transformator zu der Höchstspannungsleitung und da sagen wir, Energiestrom ist elektrisches Potential mal elektrischer Strom. Das gilt für Gleichstrom, Gleichspannung, aber die Zahlen sind so angegeben, also Spannung und Stromstärke, dass man also auch Drehstrom, dreiphasigen Wechselstrom quasi als Gleichstrom rechnen kann. Das ist noch praktisch. Machen wir Zahlenbeispiele. Also in der Elektrizitätslehre kommt jetzt nicht der Energiestrom zur Geltung, sondern die umgesetzte Leistung. Also an einem Ort wird ja die Energie auf den Strom aufgeladen, am anderen Ort wieder abgeladen und das nennt man dann die Prozessleistung oder einfach Leistung P, das ist Spannung mal Stromstärke. Die Spannung ist nichts anderes als die
Differenz des elektrischen Potentials. Wenn man also eine Leistung von einem Gigawatt übertragen muss und die Spannung beträgt 400.000 Volt, die man hat auf dieser Leitung, also in der Schweiz und in Deutschland hat man maximal 380.000 Volt. Ich habe es ein bisschen aufgerundet, dass es einfacher ist zum Rechnen. Dann können wir sagen, ja gut, die Leistung ist äquivalent eines Atomkraftwerks. Die Spannung ist 400 kV, also ist die Stromstärke Leistung durch Spannung. Das gibt 2500 Ampere. Ja, was sagt uns das? Die Spannung, die sagt uns, wie lang die Isolatoren sein müssen, damit es nicht durchschlägt. Das sind mehrere Meter bei dieser Spannung. Das sagt uns auch, wie hoch die Türme sein müssen, damit das auch funktioniert und sicher ist. Und der Strom sagt uns, wie dick, also jetzt hier für die Gesamtanlage, der Gesamtquerschnitt sein muss, damit die Drähte nicht zu heiß werden und die Verluste nicht zu hoch. Gehen wir zurück und zum Gravitation, und da sehen Sie jetzt, was das Gravitationspotential ist. Das ist die Gravitationsfeldstärke mal die Höhe. Und wenn man die Leistung nimmt, es geht ja hier nur um den Unterschied von oben nach unten, dann nimmt man hier eben die Höhendifferenz. Also Gravitationsfeldstärke mal Höhendifferenz, das ist die Gravitationsspannung mal den Massenstrom, gibt die Leistung, die in dieser Kraftwerksanlage umgesetzt wird. Also die Leistung, da gebe ich jetzt 10% mehr, weil wir haben ja Verluste und 10% ist realistisch. Die Höhe gebe ich mit 1100 Meter an, das ist also ein Hochdruckkraftwerk, und die Gravitationsfeldstärke statt 9,81 schreibe ich 10 Newton pro Kilogramm. Und das gibt dann einen Massenstrom, wenn man das auswertet, also Im gleich P durch G und H. Damit kann man 100 Tonnen oder 100.000 Kilo pro Sekunde braucht. Das sind 100 Kubikmeter Wasser pro Sekunde. Also der Rheinfall hat im Winter, im Moment hat er 199 Kubikmeter. Also ist die Hälfte von dem, was der Rheinfall im Moment runterlässt. Also gewaltige Massenströme braucht man, um diese Leistung von einem Atomkraftwerk zu erbringen, bei einer sehr, sehr hohen Höhendifferenz, großen Höhendifferenz. Das muss man sich bewusst sein, und so kann man schon mal abschätzen, wie groß sind die Reserven in den Alpen, was könnte man noch ausbauen, was bringt es. Sie sehen hier Grand Xans, die Staumauer, die hält 20% der gespeicherten Energie in der Schweiz zurück, also der hydraulisch gespeicherten Energie. Es sind mehr Höhendifferenz, als ich da gebraucht habe in der Rechnung, nämlich fast 2 Kilometer. Die Gesamtleistung ist 2 Gigawatt, wenn das voll läuft. Und es hat 2 Milliarden Kilowattstunden Energie in diesem, potenzielle Energie in diesem Wasser. Da kann man schnell ausrechnen, wie lang alle Turbinen laufen können, bis der See leer ist. Das ist kein langer Winter, wenn man das also ausrechnet. So viel zum Trägerkonzept. Und jetzt zeige ich noch, was man eben auch machen sollte an der Schule, nämlich Modellbildung, Simulation. Das ist eines der ersten Modelle, das ich mit den Studierenden im Studiengang Aviatik gemacht habe. Das ist mit einem Systemdynamik-Tool, Berkeley Madonna hier. Es gibt auch andere, gemacht worden ist. Man kann auch WANSIM nehmen, WANSIM oder Stella. Sie sehen, das ist ganz einfach. Das ist das Pumpspeicherkraftwerk Lindt-Limmern. Also das ist der Limmernsee, das Volumen. Und hier ist das Volumen des Mutsees und da ist der Volumenstrom, der entweder gepumpt wird oder turboniert wird. Und gesteuert wird dieser Strom quasi nur ein, aus oder runter, rauf mit einem Zustand.
Und der Zustand ergibt sich aus dem Preis. Also wenn der Preis klein ist, dann wird gepumpt. Und wenn der Preis groß ist, wird turbiniert. Und so kann man Geld verdienen, aber so kann man auch das Netz stabilisieren. Aus dem Volumen rechnet man, ja, man nimmt hier zylindrische Seen, rechnet man die Höhe der beiden Seen. Und dann kann man die Höhendifferenz ausrechnen, muss sich beide Höhen auf das gleiche Nullniveau beziehen, die Höhendifferenz. Und damit kann man eben dann den Volumenstrom auch steuern, wenn man annimmt, dass die Leistung konstant sein muss. Dann da unten rechne ich die Leistung und die Energie elektrisch. Und zwar immer mit etwa 10% Verlust. Also wenn man pumpt, dann muss man 10% mehr elektrisch bringen, als hydraulisch gepumpt wird. Wenn man turbiniert, dann bekommt man 10% weniger elektrische Leistung, als hydraulisch freigesetzt wird oder im Gravitationsprozess freigesetzt wird. Dann kann man die Leistung natürlich mit einem Wert versehen. Dann gibt es einen Geldstrom und kann man den Gewinn ausrechnen, dass der hier rausgeht, hier rein, das hätte aber nicht mit dem Vorzeichen zu tun. Das könnte man auch anders machen. Die Simulation zeigt dann, Sie sehen hier die Zeit in Sekunden, ziemlich lang, und hier den Höhenunterschied in Meter. Das sind die schwarze Linie. Und da sieht man, ja, da ist der Höhenunterschied am Schluss größer, also es wurde doch ziemlich entleert. Nein, es wurde gepumpt, dann ist der Höhenunterschied größer. Sehen Sie, da muss man genau aufpassen. Und die Volumenstromstärke, das ist dann diese orange Linie, die ist nicht ganz konstant, weil wir ja nicht den Volumenstrom konstant halten wollen, sondern wir wollen die Leistung konstant halten und da muss man das mit der Höhe ausgleichen. Man kann noch anderes anschauen, zum Beispiel die Leistung in Watt oder die Energie in Joule. Also die Leistung in Watt, das ist die schwarze Linie. Sie sehen, das ist konstant gehalten, aber das ist elektrisch. Ich nehme an, die Gravitationsleistung sei eben konstant bei beiden Prozessen. Aber das müsste man auch diskutieren. Und das hier ist die Energie auf hochgerechnet, also auf integriert. Und Sie sehen, es braucht natürlich immer Energie. Vor allem jetzt, wo natürlich auch die Seen noch mehr gefüllt sind am Schluss als am Anfang. Aber es braucht auch Energie bei diesem ganzen System, weil man ja Energie dissipiert. Das gibt Reibung. Und ich habe das schon lange beobachtet, dass wenn Studierende so etwas bauen und dann auch ein bisschen rumspielen und Gewinnmaximierung machen, wobei der Preis, der ist hier synthetisch, man könnte natürlich wirklich Spotpreise nehmen, wie sie im Moment gehandelt werden im Elektromarkt, und dann wird es sehr realistisch. Und ich behaupte, wenn man so etwas macht, einmal das Verständnis der Hydraulik und dann Simulation, da kommt man schon mitten hinein in die ganze Energieproblematik der Speicherkraftwerke und der Pumpspeicherwerke. Also hier haben wir ein Pumpspeicherwerk. Mit dem fünften Beispiel zum Karlsruher Energieträgerkonzept sind wir mitten in einer der Problematiken zu Netto Null 2050 der Wärmepumpe. Sie sehen hier schematisch eine Wärmepumpe, also diese Flüssigkeit, die hier zirkuliert, die transportiert Wärme bei tiefer Temperatur in die Pumpe hinein. Und die Pumpe, die belädt dann das Wasser mit Wärme, sodass also hier der Vorlauf heißer ist als der Rücklauf. Die Wärme geht dann nachher in allen Zimmern über Bodenheizung oder Radiatoren weg. Nun, was ist Wärme? Und da gibt es jetzt ein begriffliches Durcheinander, das hat mit der Geschichte der Thermodynamik zu tun. Also in der Physik ist Wärme definiert als thermisch ausgetauschte Energie. Also in der Physik gibt es keine Wärmespeicher, weil
Wärme ist nur dann Wärme, wenn sie ausgetauscht wird und nicht gespeichert wird. Das wäre dann die innere Energie. Was heißt aber thermisch ausgetauscht? Das heißt doch zusammen mit der Entropie ausgetauscht. Nun muss man ein klares Verständnis für diese Entropie entwickeln, und das hat eigentlich Carnot schon gemacht vor 170 Jahren oder 180 Jahren, nämlich er hat das Galorisch genannt. Also Galorisch, das ist ein Wärmestoff. Also die Entropie ist so eine Art wie ein Wärmestoff oder einfach ein Energieträger für die Wärme. Und was macht jetzt die Wärmepumpe? Sie holt die Entropie aus dem Garten, pumpt die Entropie auf höhere Temperatur und lässt diese Entropie raus ans Wasser, sodass das Wasser ein paar Grad wärmer wird im Heizkreislauf und dann eben den Raum oder die Räume heizen kann. Das ist die Grundmenge. Entropie, Entropiestrom, also I für Stromstärke, S ist das Symbol für Entropie. Und die absolute Temperatur, das ist dann das Energiebeladungsmaß. Das heißt, die Temperatur sagt, wie stark die Entropie mit Energie beladen ist. Konkretisieren wir das mit Zahlen. Wir nehmen hier 320 Kelvin für den Vorlauf der Heizung, also hier. Und das sind 47 Grad Celsius, also ziemlich warm. Natürlich mit Radiatoren muss man ein bisschen wärmer fahren. Dann von außen, also in dieser Flüssigkeit drin, nehmen wir eine mittlere oder minimale Temperatur von minus 3 Grad Celsius, entsprechend 270 Kelvin, weil diese Flüssigkeit, die hier zirkuliert, muss ja kälter sein als das Erdreich, sonst geht die Wärme nicht rein. Dann verlangen wir jetzt eine Heizleistung von 3,2 Kilowatt, 3200 Watt, und dann können wir den Entropiestrom rechnen. Nach der alten Formel, Energiestrom ist gleich Beladungsmaß mal Trägerstrom. Und der Trägerstrom ist ja jetzt hier die Entropie, also das Trägermaterial quasi. Jetzt sagen Sie, ja, das hat ja nicht mal eine eigene Einheit. Gut, das haben die Physiker verbockt, aber ich kann mir noch nichts vorstellen. Da muss ich sagen, ja, man muss halt ein paar Beispiele durchrechnen, dann sagen diese Zahlen plötzlich etwas. Ich kann ja sagen, der Blutdruck sagt mir auch nichts, wenn man nicht Vergleichswerte hat. Jetzt nehmen wir an, die Entropie bleibe erhalten. Die Entropie ist ein bisschen heimtückisch, die nimmt nämlich immer in Reibungsprozessen zu. Also der Volksmund sagt ja, durch Reibung entsteht Wärme, aber es ist nicht ganz korrekt. Durch Reibung entsteht Entropie. Und jetzt nehmen wir an, dass das eine ideale Wärmepumpe ist, also ohne Reibung. Dann ist das IS1 gleich IS2, also immer noch 10 Watt pro Kelvin. 10 Watt pro Kelvin mal die Temperatur von 270 Kelvin, das gibt 2700 Watt. Und jetzt können wir sagen, ja, die Differenz muss natürlich elektrisch zugeführt werden, das sind 500 Watt. Man kann auch sagen, ein Entropiestrom von 10 Watt pro Kelvin wird um 50 Kelvin gepumpt, das gibt auch 500 Watt oder eben 0,5 Kilowatt. Das ist das Basisverständnis der Thermodynamik, nämlich den Zusammenhang von Entropie und Energie und Temperatur bei Wärmeleitung. Natürlich kommt dann wegen der Entropieproduktion noch einiges dazu. Aber das ist das grundlegend Zentrale. So können Sie abschätzen, wie viel Energie Sie überhaupt brauchen müssen zum Heizen. Sie können durch eine Wärmepumpe kaufen und den COP anschauen, aber das ist natürlich der gemessene Wert und der liegt etwa das Doppelte, das Sie hier reinstecken müssen als Ideal. Und das Ideal ist das, was man ja im Endeffekt anstrebt. Und ohne dieses Verständnis können Sie die ganze Thermodynamik auch vergessen. Die Thermodynamik hat noch andere Spezialitäten. Es geht hier ja um,
und Prozesse, bei denen Volumen sich ändert und gleichzeitig oder miteinander und nacheinander die Temperatur sich ändert. Um diese Prozesse greifbar zu machen, habe ich den Carnot-Tor entwickelt. Der Carnot-Tor ist ein, das Wort ist ein Kofferwort. Carnot-Motor, das ist also ein Carnot-Motor. Er besteht ganz simpel aus einem Doppelzylinder mit Trennkolben. Auf der einen Seite ist eine ideale Flüssigkeit, wie man es beim Bernoulli kennt, oder überhaupt ideale Hydraulik. Und auf der anderen Seite ist dann der Stoff, also entweder ein Gas oder ein Dampfflüssigkeitsgemisch, je nachdem, wie weit man einsteigen will in die Theorie. Dann haben wir hier einen Wärmeausgang, also wo Kupfer steht, ist eigentlich ideal wärmeleitend gemeint. Und auf der anderen Seite haben wir Hydraulikausgang oder Eingang, also ein Port. Und dann kann man drei verschiedene Aggregate oder Geräte anhängen. Und das gibt dann verschiedene Prozesse. Schauen wir die mal an. Es sind vier sinnvolle Prozesse, die man finden kann. Das eine ist isentrop, also wenn man hier isoliert, dann ist das ganze Gas oder was hier drin ist, thermisch isoliert. Und wenn man da zusammendrückt mit der Hydraulik, das kann man ja dann wieder messen hier mit dem Volumenstrom mal Druckdifferenz, das kennen wir ja mittlerweile, dann kann man hier feststellen, dass die Temperatur steigt. Da wird Entropie hochgequetscht. Entropie wird eben gespeichert im Volumen und in der Temperatur. Und wenn man das Volumen verkleinert, dann steigt halt einfach die Temperatur. Wir können hier eine ideale Wärmeleitung einsetzen. Dann bleibt die Temperatur hier drin stabil, aber es wird Entropie ausgetauscht. Und zwar so viel wie nötig, damit die Temperatur stabilisiert ist. Das nennt man dann Isotherm, also zusammendrücken bei konstanter Temperatur oder expandieren bei konstanter Temperatur. Dann Isochor, das ist dann die andere Seite, also macht hier einen Verschluss. Isochor heißt bei konstantem Volumen, also Hydraulik wird abgehängt. Dann kann man hier mit der Wärmepumpe, die macht jetzt genau das gleiche wie die Hydraulikpumpe, einfach mit der Entropie statt vorher mit dem Volumen. Da wird also Entropie aus der Umgebung geholt, hochgepumpt und reingedrückt. Und weil eben hier ein Verschluss ist, ist das ein isochorer Prozess. Dann kann man hier einen Druckausgleich machen. Dann geht eben hier Hydraulikflüssigkeit hin und her, je nach Bedarf, damit der Druck konstant bleibt und der Kolben, der wandert hin und her. Und hier haben wir immer noch aktiv die Wärmepumpe. Natürlich kann man das rückwärts laufen lassen, dann ist das eine Wärmekraftmaschine. Vorher war es ja dann Turbine oder eben quasi eine Wasserpumpe, die Hydraulikpumpe. Ich bin immer noch stolz auf dieses Gerät. Und gezeichnet hat das Martin Neukomm. Man kann jetzt das auch mit Berkeley Madonna simulieren. Also mit diesem Verständnis kann man sofort simulieren. Das finden Sie in keinem Physikbuch, dass man Thermodynamik auch simulieren kann. Markus de Marmels hat dann solche Graphen gerechnet für ideales Gas. Sie sehen hier das eine Druck-Volumen-Diagramm, und zwar ist das Volumen pro Mol, also man muss das Volumen ja auf etwas beziehen, also ist jetzt pro Mol. Man kann natürlich auch Volumen pro Kilogramm nehmen, dann ist es spezifisches Volumen. Dann isobar, das ist hier die vier Prozesse, also isobar, das sind die horizontalen Linien. Natürlich, der Druck bleibt konstant. Isochor sind die vertikalen Linien und die Zahlen können Sie ja direkt ablesen. Und die krummen Linien, das sind mal die flacheren, das sind die Isothermen und die steilen, also die flacheren sind die violetten, das sind die Isothermen, sind ja hier angegeben, welche Temperatur da herrscht, und die Isentropen, das sind dann die steileren Linien, die gestrichelten. Und da wird die Entropie angegeben, spezifisch wie viel Joule pro Kelvin und Mol. Also statt Watt steht hier Joule, weil natürlich, das sind ja
gespeicherte Größen. Dann auf der anderen Seite haben wir das TS-Diagramm, das ist fast wichtiger als das PV, obwohl in der Physik meistens nur das PV behandelt wird. Da sind natürlich die isothermen Koordinatenlinien, die isentropen, das sind dann die vertikalen Linien, und die isochoren, das sind die steileren Linien, und die isobaren sind dann die flachen Linien. Und jetzt kann man beliebige Prozesse in dieses Papier hineinzeichnen, natürlich innerhalb des gegebenen Zahlenrahmens. Und so kann man Kreisprozesse alles zeichnen. Und was man begriffen haben muss, ist immer die Fläche unter der Kurve. Das ist hier die Wärmeenergie, die ausgetauscht wird. Und hier ist es dann die Fläche hinter der Kurve, ist dann die Arbeit, also die Arbeit des Kolbens oder der Hydraulik, die nachgeschaltet ist. Ja, hier hat dann Markus de Marmels noch einen Kreisprozess gemacht. Das Grüne ist die Phasengrenze, also oben ist es gasförmig, unten oder links ist flüssig und da ist das Gasgemisch. Und Sie sehen, ist eigentlich alles angeschrieben. Eins, da ist die Kompression im Kompressor. Dann zwei ist das Kondensieren. Da sehen Sie die Fläche gleich Energie. Dann kommt diese Enthalpe, das ist die Drossel. Da wird ein bisschen Entropie erzeugt. Und jetzt kommt schon das isobare Verdampfen. Das ist ein Prozess. R134a ist ein Kältemittel, wie er idealisiert in der Wärmepumpe abläuft. Also solche Dinge könnte man sogar machen an einem Gymnasium. Man muss nicht immer nur das ideale Gas nehmen, man kann solche Prozesse anhand von Diagrammen diskutieren. Soweit zur Thermodynamik, also die Botschaft, ohne Entropie geht gar nichts. Und die Wärme ist in der Physik definiert als thermisch ausgetauschte Energie, und die Entropie ist eigentlich eine Art Wärmestoff, der im reversiblen Fall konstant bleibt und bei Reibung sich vermehrt in Abhängigkeit der zur Verfügung gestellten Energie. Das kann ich natürlich nicht in einer halben Stunde erklären, aber das ist machbar und das ist wichtig, das ist verdammt wichtig. Der Energiebedarf des Verkehrs ist recht hoch, wenn man bedenkt, dass man ja nur hin und her fährt. Ich zeige das am Beispiel einer Zugfahrt mit dem GTW, mit dem Gelenktriebwagen von Trasadingen nach Wilchingen-Hallau im schaffhausischen Klettgau. Was Sie hier sehen, ist links in blau die Beschleunigung gemessen mit meinem Smartphone auf dieser Zugfahrt, also zwischen zwei Stationen. Dann habe ich mit Excel das aufintegriert, also addiert quasi, und das gibt dann die Geschwindigkeit, rechte Skala, rote Kurve. Jetzt, wenn man das vergleicht, dann kann man schon den Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und Beschleunigung erkennen. Und man kann auch mit Excel dann eben lernen, wie man aus der Beschleunigung die Geschwindigkeit rechnet. Umgekehrt muss man es ein bisschen anders machen. Sie sehen, die Beschleunigung, die steigt beim Anfahren auf 1,1 Meter pro Sekunde im Quadrat, bleibt dann konstant, und bei einer bestimmten Geschwindigkeit, so etwa 13 Meter pro Sekunde, geht die Beschleunigung langsam zurück, bis die Spitzengeschwindigkeit erreicht ist. Dann gibt es eine leicht negative Beschleunigung und dann wird aktiv gebremst. Ich habe dann mit Excel noch einmal aufsummiert und das gibt dann die schwarze Kurve, das ist dann quasi die Strecke oder der Weg, wenn man eine Schiene nimmt, die gekrümmt ist. Aber diese Strecke ist relativ, dieser Weg ist relativ gerade, also praktisch eine Strecke. Wenn man jetzt das Resultat von 2600 Meter mit dem Eintrag in Wikipedia vergleicht, dann ist das relativ genau. Also obwohl ich zweimal aufsummiert habe, ist das Resultat relativ genau.
Jetzt wollen wir diese Fahrt mechanisch analysieren und dabei einiges lernen. Was passiert eigentlich beim Anfahren und beim Bremsen eines solchen Gelenktriebwagens? Das ist einer mit nur zwei Wagen, also ein kurzer. In der Mitte ist der Versorgungsteil mit dem Motordrehgestell. Was macht das Motordrehgestell? Es pumpt Impuls der Komponente X aus der Erde und pumpt diesen Impuls in die beiden Teilwagen hinein. Ein kleiner Teil des Impulses geht wieder zurück an die Erde über die Laufdrehgestelle und ein mit zunehmender Geschwindigkeit größerer Teil geht dann an die Luft weg des Impulses. Das reißt die Luft mit, also die Luft füllt sich quasi auch mit Impuls. Und das gibt ja dann den Fahrtwind. Also Impuls ist die Grundgröße der Mechanik. Der Impuls kommt dann auch noch dazu, aber es gibt drei Impulskomponenten, X, Y und Z. Die muss man halt einzeln anschauen. Der Impuls ist eine Erhaltungsgröße im Gegensatz zur Entropie. Also er kann nur aus der Erde genommen werden oder wieder in die Erde zurückgeführt werden. Nun können wir sagen, wenn der Impuls vorwärts fließt, das könnte man an besseren Beispielen ausführlicher zeigen, aber hier fließt der Impuls vorwärts, das gibt Druck. Da, wo der Impuls rückwärts fließt, gibt es Zug. Und bei den Rädern, wo der Impuls ja seitwärts zu seiner Bezugsrichtung, es ist ja X-Impuls, der in, sagen wir, Z-Richtung fließt, dort gibt es Scherbelastung. Also alle drei Komponenten können in alle drei Richtungen fließen. Das gibt letztendlich dann 9 Betrachtungskomponenten. Das sind dann die sogenannten Elemente des Spannungstensors. Nun, wie kommt man vom Impulsstrombild zum Kraftbild? Durch eine einfache Regel. Eine Kraft, also ich lasse jetzt hier die Gewichtskraft weg, eine Oberflächenkraft ist definiert als Impulsstromstärke bezüglich des Körpers. Mehr nicht. Wenn der Impuls reinfließt, wie beim Motordrehgestell in der Mitte, dann gibt es eine vorwärtsgerichtete Kraft. Das nennt man hier Haftreibung. Bei den Laufdrehgestellen gibt es eine nach hinten gerichtete Kraft. Das sind eben abfließende Impulsströme. Das ist auch Haftreibung. Der Luftwiderstand ist komplex, das ist der gesamte Impulsaustausch zwischen Wagen oder ganzer Zug und der Luft. Die fasst man zusammen in einem einzigen Pfeil und sagt, das ist der Luftwiderstand. Natürlich müsste man jetzt hier noch einiges erklären, aber haben Sie gemerkt, es ist ein Gesamtkonzept. Und das ergänzen wir jetzt mit einem dritten Bild, das ist das Flüssigkeitsbild. Im Flüssigkeitsbild wird der Impuls zu einer Flüssigkeit, von daher der Name, das kann man auch im Elektrischen machen. Und das erinnert dann wieder an den Einstieg mit dem Stausee. Die Erde ist ein riesiger See, mit dem man beliebig viele Impulse austauschen kann. Davon leben wir, also ohne Erde könnten wir uns ja nicht fortbewegen. Und jeder Körper wird zu einem zylinderförmigen Gefäß mit Masse als Querschnitt und die Geschwindigkeit gibt die Füllhöhe, also hier 65 Tonnen für diesen relativ leichten Zug mit nur zwei Wagenkasten. Und die Geschwindigkeit, wo wir aktuell hinschauen, das ist 14,5 Meter pro Sekunde. Und dann ist Querschnitt, also Grundfläche mal Höhe ist der Impulsinhalt, also 65 1000 Kilogramm mal 14,5, das gibt dann 942,5 Kilogramm Meter pro Sekunde. Oder man kann auch sagen, das gibt 1000, also ich habe hier Kilo für 1000 Newton mal Sekunde. Also hier kann man wieder verschiedene Einheiten angeben. Kann man sich als erstes überlegen, ja, wie viel Energie braucht es dann, um diesen Impuls von der Erde in den Zug hinein zu pumpen? Ja, dann nimmt man einfach diese Menge, die wir jetzt gerade gerechnet haben, mal mittlere Pumphöhe, also nicht 14,5 Meter pro Sekunde, sondern nur die Hälfte, weil im Durchschnitt
pumpt man nur auf die Hälfte, zuerst wenig und dann immer mehr. Das gibt mal 7,25. Und wenn ich richtig gerechnet habe, 942.500 mal 7,25 gibt dann 6,833 Mega. Und dann haben wir hier Wattsekunde. Also der Impulsstrom wird in Newton gerechnet, Energiestrom in Watt. Und wenn man die Menge hat, muss man halt mal Sekunde oder wenn man dann länger rechnet, mal Stunde. Aber ich arbeite jetzt hier mit kohärenten Einheit, das sind Wattsekunde. Jetzt haben wir die Beschleunigung von 1,1 Meter pro Sekunde im Quadrat. Das kann man aus dem Diagramm entnehmen, das ich vorher gezeigt habe. Wenn man jetzt nicht die Füllhöhe, das heißt die Geschwindigkeit, mal die Masse rechnet, sondern nur die Änderungsrate der Füllhöhe, das ist ja hier grafisch gesehen eine Geschwindigkeit, in Tat und Wahrheit ist das eben die Beschleunigung, dann bekommt man die Änderungsrate des Impulses und das sind 370 kN. Jetzt, wenn wir 1 kN ansetzen für den Abfluss über die Laufdrehgestelle und 1 kN im Moment als Abfluss an die Luft, dann müssen wir 75 kN hineinpumpen, damit diese Beschleunigung auch wirklich stattfindet. Jetzt können wir einfach diese Impulsströme noch multiplizieren mit der Füllhöhe, also aktuell 14,5 Meter pro Sekunde. Das gibt dann den zugeordneten Energiestrom. Wenn man das jetzt bilanziert, gibt das die Änderungsrate der Bewegungsenergie oder kinetischen Energie. Das ist dann 1 Megawatt. Der Zufluss ist fast 1,1 Megawatt. Und das ist die Leistungsgrenze der Motoren dieses Zugs. Und das erklärt, wieso die Beschleunigung nachher kleiner wird. Das heißt, am Anfang vermögen die Motoren 75 kN hineinzupumpen. Aber irgendeinmal, wenn die Füllhöhe zu hoch ist, reicht die Leistung nicht aus. Ja, was passiert? Der Impulsstrom geht zurück und die Leistung bleibt konstant. Und das haben Sie vorher gesehen. Anhand der Beschleunigung. Schauen Sie, das ist eine Gesamtdarstellung der Mechanik. Und wenn man historisierend anfängt mit Galilei, Newton, Euler und all das, dann kommt man gar nie auf einen grünen Zweig. Und hier hat man in wenigen Schritten, in wenigen Lektionen die ganze eindimensionale Mechanik mit Energie und Impuls und allem Beschleunigung drum und dran. Und dann kann man es auch simulieren. Ich habe hier ein anderes Beispiel genommen. Zwei Güterwagen prallen aufeinander. Also einer steht, der andere prallt drauf. Wir haben keine Reibung, das könnte man noch erweitern. Und dann fließt der Impuls aus dem einen Wagen in den anderen vorwärts. Deshalb gibt es ja auch Druck bei den Puffern. Die Puffer haben eine spezielle Feder, eine Reibfeder. Da muss man eben die Verformung kennen und man muss das Vorzeichen der Geschwindigkeit kennen, damit man, oder Geschwindigkeitsdifferenz natürlich, damit man diesen Puffer modellieren kann. Aber schauen Sie die Struktur an, das ist wirklich grandios. Da haben wir die Impulsbilanz. Wir haben Impuls durch Masse, das gibt die Geschwindigkeit, das wird aufintegriert zum Ort. Das hier, das ist die Kinematik. Und obendrauf haben wir das Energieträgerkonzept mit den Töpfen zusammen, also Geschwindigkeit mal, ich schreibe hier Pufferkraft, aber eigentlich sind das mehrere Kräfte, es ist ein Impulsstrom, der durch alle Puffer geht, also Geschwindigkeit, Energiebeladungsmaß ist die Geschwindigkeit mal der Impulsstrom, der zwischen den Wagen fließt, das gibt den Energiestrom. Weil die Geschwindigkeit der beiden Wagen ja nicht gleich ist, sind die beiden Energieströme nicht gleich stark. Diese Energieströme entsprechen den Änderungsraten der kinetischen Energie. Die Differenz, das ist dann die Leistung im Puffer drin. Natürlich auch hier wieder, ich kann nicht in einer halben Stunde alles erklären, aber wenn man das, die Physik so aufbaut, wirklich mit Mengen, Bilanzen und einem sauberen Energiebegriff und modellieren, habe ich 10 Jahre gemacht im Studiengang Aviatik, dann können nachweislich Leute mit einer kaufmännischen Vorbildung mehr Physik als viele mit einer
mathematisch-naturwissenschaftlichen Matura. Zusammenfassend kann ich sagen, wenn man Physik machen will, um die verschiedenen Probleme im Zusammenhang mit Energie, CO2-Ausstoß und Klimawandel verstehen will, dann ist das der Königsweg, was ich jetzt gezeigt habe.